Out. Und die Kanone bei dieser Version noch eine Mitral, also ein gezogener Lauf, 105er Kanone, das ist die L7 Kanone im Prinzip. Also keine Glattrohrkanone. Das hier ist ein Chieftain. Ne? Ja, zu dem kann ich nicht viel sagen. Den haben sie mal versucht einzuführen, aber es gibt ja den Turm gibt es vom Chieftain auf irgendeinem NVOT, aber den Panzer gibt es so in der Modern Warfare zum Beispiel. Das ist ein Centurion, späte Version, wahrscheinlich eher mit unserem 7.1 NVOT vergleichbar. Eine spätere Ausführung, dieser hohe Turm da. Centurion ist ein britisches Arbeitspferd gewesen, lange Zeit. Vielseitig, zuverlässig anscheinbar, was sowas die erzählen. Hat gute Richtwinkel und dadurch haben sie scheinbar viele Gefechte gewonnen, weil er gute Neigungswinkel nach unten hat. Und also gegen die Araber halt bei den arabischen Kriegen, die Israelis mit den Centurions. Das meine ich jetzt. So, das ist ein Leopard 1, wahrscheinlich habt ihr den schon erkannt. Da war so eine Modellausstellung davor, deswegen konnte man dann an die Panzer nicht so gut ran wie an die anderen davor. Aber trotzdem kann man gut fotografieren. Man sieht diese Zusatzplatten am Leopard 1, am Turmseite. Das ist eine modernisierte Version. Ich weiß nicht, was die für eine Bezeichnung hat. Es gibt aber noch eine weitere Modernisierung bei der kanadischen Armee. C2 heißt es, glaube ich. Leopard C2 oder sowas. So, hier bin ich wieder in Front vom Centurion. Also man sieht, wie hoch der Centurion ist eigentlich. Der ist höher als Chieftain zum Beispiel oder fast so hoch wie Merkava. Bei Merkava ist halt die Wanne sehr hoch gebaut, weil der als Truppentransport auch fungiert. Das hier, Leute, ist ein M60. Wie unterscheidet man den vom M48? Am Turm wollt ihr sagen, nein, nicht immer, weil die Türme lange Zeit auch gleich blieben. Turm wurde dann später geändert. An der Wanne sieht man das am ehesten. Und zwar hat M48 eine gegossene Wanne, also hat so eine gewölbte Form, die so quasi die Hechtnase nachbilden soll. Vorne und unten. Und hier sehen wir eigentlich eine sehr gerade Linie. Das heißt, hier sind einfach zwei gewalzte Stahlplatten zusammengeschweißt worden. Die sind ziemlich gerade. Gewalzter Stahl bietet den Vorteil, dass man ihn praktisch ziemlich beim Walzen ziemlich zusammendrückt und den Stahl bei niedrigerer Dicke eine bessere Festigkeit hat. Eine bessere Festigkeit als gegossener Stahl, weil er nicht so viele Luftbläschen und sowas hat innen drin. Deswegen ist ein gewalzter Stahl besser eigentlich zum Einsatz. Du bist aber nicht so flexibel bei der Formgebung wie beim Gießen. So, und von vorne hier, ach, da haben wir gleich einen Vergleich. Guck mal, hier haben wir diese geschweifte Form, diese geschwungene Form von der Platte. Und das ist ein M48. Geschwungene obere Platte, geschwungene untere Platte, ne? Das ist ein M48. So. Das hier ist ein Panzer 35T. Bei den Tschechen heißt er dann einfach nur LT35 oder sowas, Panzer L35. Weil T steht ja für Panzer 35, T steht für deutschen Beutepanzer, bei den Tschechen erbeutet worden und in deutsche Armee eingeführt. Und T steht für Tschechisch. Und bei den Tschechen heißt er einfach leichter Panzer 35. 35 steht nicht für das Gewicht, sondern für das Jahr, als er entwickelt wurde. Das ist, Leute, auch ein sehr seltener Anblick, ein T3476. Beziehungsweise eine frühe Ausführung vom T34. Die Be Zusatzbezeichnung 76 kam erst später. Ja. Und man sieht also den kleinen Turm, den Zwei-Mann-Turm, glaube ich, war das, oder Drei-Mann-Turm.
Das heißt, der Kommandant, der auch als Richtschütze fungierte, und da hinten der Ladeschütze. Der Fahrer und der Funker, vier Mann, ja, also zwei Mann Turm, genau. Und das war sein größter Nachteil, dass der Kommandant gleichzeitig auch Richtschütze war. Das war der größte Nachteil, weil es keine gescheite Arbeitsteilung gab. Aber bereits mit einer Kommandokuppel ausgestattet, nach deutschem Vorbild, haben sie gut schnell kopiert. Das ist eine gewaltige, fette Su-152. Nochmal neben dem Klassiker fotografieren lassen und die so natürlich immer anfassen. Man muss immer die Hand drauflegen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Ritual. In diesem Ritual gehe ich in Verbindung mit der Maschine und ich spüre die Maschine, den Stahl. Quatsch. Natürlich. Und da seht ihr, wie ich so eine kurze Wartung durchführe an der Maschine. Also, wir haben es ja cool gemacht. Guck mal, sogar so Puppen reingesteckt. Richtig cool. Da sieht man, wo wer sitzt, ne? Richtig cool gemacht. Das ist eine 37 mm Kanone. Eine leichte Pack. Und hier sehen wir einen Sherman. Und das ist aber kein Jumbo. Das ist eine gegossene Wanne. Also frühere eigentlich Wanne. Aber gab auch die gewalzte Wannen. Und wir haben dann das alte Fahrwerk, kein E8-Fahrwerk, also das ist der M4 2E1 oder so, glaube ich, ich weiß nicht. Die Kanone ist eine lange 76,2 mm Kanone bereits, also das ist die Kanone, die dann den Tiger auch schon durchschlagen konnte. Zwar war sie nicht so stark wie die 17-Pfünder von den Briten beim Firefly, aber trotzdem eine starke Kanone. Und konnte dem Tiger auch gefährlich werden. Übrigens, das ist quasi die Kanone, die auch auf dem Fury Sherman drauf war. Der Fury Sherman ist aber ein E8, also hat das andere HSV oder HSSV oder HSVV Fahrwerk. Das sieht ein bisschen anders aus. Aber ziemlich lange Kanone, wie man sieht. Und Leute, das ist der Cromwell. Der ist mit dieser Kanone eigentlich in Serie gebaut worden. 76 mm, 76,2, also 3 Zoll. Und die kurze, nicht die lange, die wir im Spiel haben beim erforschbaren Cromwell. Diese Kanone haben wir aber bei dem Cromwell Bay, diesem Cromwell Bay, Berlin. Und die hat natürlich nicht so viel Durchschlag, wie wir im Spiel haben, aber aus Gründen der Balancierung hat er trotzdem den Durchschlag. So, da habe ich natürlich in diese Fahrerlücke rein fotografiert. Leider, da es dunkel war, kein Fokus gekriegt, aber man sieht hier so diese Getriebe sind es oder sowas. Antriebs. Das ist ein Komet, Leute, mit der gekürzten 17-Pfünder-Kanone. Das ist eine 17-Pfünder-Kanone, aber die gekürzte Version. Kaliber war wieder 3 Zoll, also 76,2. Und damit die gekürzte Version erkennen, haben sie gesagt, das ist eine 77 mm Kanone. Anstatt dass sie sagen, Short, also S oder so, oder C für Cut, haben sie einfach 77 mm Kanone. Das ist natürlich viel besser. Also Comet steht da. Nochmal IS-3. Nochmal diese klassischen Maschinen habe ich fotografiert. Das hier haben sie in eine Halle so aufgebaut wie ein Schlachtfeld. Da ging man rein, da gab es Beschussgeräusche und so weiter. So was Ähnliches gibt es in Bovington, ah? Nur halt eher, glaube ich, aus dem Ersten Weltkrieg Bereich. Hier ist es so im Zweiten Weltkrieg mit Panzern und sowas. Dann läuft man durch so eine Art Schützengraben. Und unter dem Panzer durch, das ist ein T-34-85, man läuft unter ihm durch, man kann, unten gibt es eine Lücke, man kann da reingucken, genau hier, man sieht so die Puppen, die als Panzerfahrer fungieren. Und das ist nicht alles so geputzt und so, sondern ganz normal, authentisch verrostet, angerostet. Und dann gab es so draußen diese Fahrausstellung auch, das ist eine Katjuscha oder einigen von euch auch vielleicht als Stalins Orgel bekannt. Das ist ein amerikanischer Panzerspähwagen oder was, M8 Mayhound oder Greyhound, ich weiß gar nicht mehr.
Das ist eine Selbstfahrartillerie, Selbstfahrerfette. Ich glaube 204 mm oder sowas. Pion, glaube ich, ist das. Das sind also diese Artis bei den Russen, die heißen, die haben immer so Blumennamen und Pion ist eine Blume. Ich bin jetzt kein Blumenspezialist. Deswegen kann ich, weiß ich jetzt nicht, wie es Pion auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall, dann gab es hier noch den T-72 zu angucken. Konnte man draufklettern. Wie ihr seht, Haufen Kinder und so weiter. Ich mag das nicht besonders, wenn so viele Kinder rund hier rumschwirren und ich nicht ruhig filmen kann in Ruhe, weil ich werde nur abgelenkt und die Aufnahme wird kaputt. Deswegen habe ich es einfach nur aus der Ferne fotografiert. Und das ist IS-2, wurde rosa angemalt von den Tschechen. Da war, glaube ich, im Rahmen eines Aufstandes mal eine Aktion. Die haben ja Postament, haben sie ein IS-2 aufgestellt, ne, als Zeichen der Befreiung. Überall, auch in vielen russischen Städten, hat man das immer noch heute. Fast in jeder Stadt steht ein Panzer, also an so einem Podium. Und die Tschechen haben halt ihren Panzer dann in rosa angemalt. Ich weiß nicht, was das sollte, so ungefähr. Wir waren so glücklich bei den Nazis, warum habt ihr uns befreit oder so? Keine Ahnung, was das bedeutet. Das waren verrückte Studenten damals, die haben weder Ahnung von der Geschichte noch Erfahrung, um das Ganze richtig einzuschätzen, was da wirklich passiert war und was passiert wäre. Vor allem bei dem Aufstand zum Beispiel 1944 sind auch viele da umgebracht worden. Weiß ich nicht. Jetzt stellen die das aus. Ich habe halt, mein Gott, das ist halt historisches Stück. Aber habe mich ablichten lassen. Da finde ich Blödsinn, aber okay. Das ist für mich ein Zeichen der Dummheit von manchen Menschen. Aber zusätzlich zu der ganzen Aufstellung gab es an diesem Tank Day die Möglichkeit, fahrende Panzer anzugucken. Wir haben leider das meiste verpasst, aber das, was wir gesehen haben, zeige ich euch jetzt. Das ist ein BMP, ein amerikanischer Striker. Ja, wann das war, keine Ahnung. Irgendwann mal 60er, glaube ich, war das. Kann ja jeder nachlesen, wenn es interessiert. Dann sind die hier rumgefahren, ne? Im Kreis. Was gut war, sie haben zum Beispiel Soldaten drin gehabt, ne? Damit Leute sehen, wo die Soldaten dann sitzen. Und dann ist das Ding nicht so irgendwie so Feld, sondern wirklich so irgendwie so eine Drecksstraße hier, sodass die Panzer auch mal durchdrehende Ketten hatten und Dreck rumgeschleudert haben beim Vorbeifahren. Die haben auch richtig Gas gegeben. Zum Beispiel in Bovington sind die alle ganz langsam gefahren. Ganz vorsichtig. Und ja, richtig Gas gegeben und so. Also LKWs, Truppentransporter, wie die das so alles machen, haben sie praktisch hier demonstriert. So, dann hier nochmal. Man sieht, das ist ziemlich voll hier. Es gab auch Beschuss, also so Schießübungen haben sie gemacht, so Angriffsübungen. Oh, T-72, das müsst ihr euch anhören.